Hey, hallo, herzlich willkommen zum Teil 8 in der Fantasiewelt der Islamapologeten, den Wahnvorstellungen von verblendeten Betrügern. Ja, ich benutze hier harte Begriffe und ich glaube, jeder wird sehen, warum ich das mache und dass das durchaus gerechtfertigt ist. Ich gehe hier den Text eines Werbeprospekts durch, der auch heute noch von naiven und völlig ungebildeten Muslimen vor der Kamera rumgewedelt wird. Als ob da etwas Wichtiges oder Sinnvolles drin stehen würde, sollte, täte. Tut's aber nicht. Und im Laufe dieser Analyse wurde es ja immer schlimmer mit den Behauptungen in diesem Blättchen, die völlig haltlos und ohne jeglichen Bezug zur Realität waren. Hier ist jetzt nur noch Lug und Trug übrig geblieben. Es ist wirklich traurig. Ohne Scham und bar jeglicher Moral wird einfach nur gelogen, um den Koran moderner aussehen zu lassen und so zu tun, als ob da etwas steht, was tatsächlich stimmt, wenn man es überprüft. Nur so wird der Koran aber unter das grelle Licht der wissenschaftlichen Überprüfung gezerrt. Und das geht halt nicht gut, weil da eben nichts stimmt. Naja, also auf jeden Fall heiße ich jeden Interessenten herzlich willkommen zur nächsten Episode meiner Analyse dieses simplen oder extrem primitiven Prospekts, anscheinend gedacht als Werbung, um den Verkauf vom Islam anzukurbeln. Allerdings mit Falschaussagen, die schnell nach hinten losgehen, sobald sie dann näher untersucht werden. Wie im vorigen Video angekündigt, geht es hier um Wolken, um einen Aspekt der Meteorologie. Anstatt den Islam zu erklären, das Verständnis, was Islam ist und die Bedeutung, den Inhalt und die Anwendung zu vertiefen. Stattdessen wird dreist etwas verbreitet, was wissentlich falsch ist, um andere zu täuschen. Die Definition der Lüge. Und das geht eben oder soll eben geschehen durch eben diese primitive Propaganda. Aber es ist ja nicht mehr nur traurig, sondern zutiefst verwerflich, weil ja gehorsame Muslime das glauben. Die sind auf so dreiste Falschaussagen einfach nicht vorbereitet. Um da jetzt etwas Balance reinzubringen und denen damit zu helfen, vergleiche ich hier den Inhalt mit dem, wie es ist, wie es wirklich ist. Naja, und wir sind jetzt auf Seite 27 dieser Propaganda-Werbebroschüre angelangt. Und dort wird behauptet, dass Wissenschaftler in Bezug auf Wolken etwas über Systeme und Schritte erkannt hätten. Das ist völliger Quatsch. Es wird ein komplett nutzloses Bild eingefügt über Windgeschwindigkeiten und wie sich Wolken bewegen. Was hier suggeriert werden soll, ist, dass im Koran ein ähnlicher Satz steht. Dem ist aber nicht so. Hier steht hier Allah, der die Wolken einhertreibt, sie dann zusammenfügt, sie dann aufeinander schichtet, so dass du Regen aus ihrer Mitte hervorströmen siehst. Die dachten wohl, Wolken sind wie Lego-Bausteine. Die werden ja übereinander gestapelt, aber nicht als Wolke. Aber das ist doch nur Schwachsinn, ehrlich. Es ist doch nur Sonneneinstrahlung. Sonst nichts. Kinder, das ist doch nicht so schwer. Egal, ob auf wetter.com, Wetterdienst, meteo.de, Wetter und so, alle erklären doch leicht verständlich, was genau da passiert. Und da steht nichts von Zusammentreiben und Übereinanderschichten. Also, wow. Naja, wenn der Koran nicht passt, dann wird eben die Wirklichkeit verfälscht, sodass sie dann passend gemacht wird. Es ist so dermaßen verwerflich, dass ich da einfach, ich komme da nicht mit. Hier sieht man doch ganz klar, was passiert. Und dass das rein gar nichts mit dem Text im Koran zu tun hat. Dass da nichts übereinstimmt. Und man sieht doch, der Regen fällt nicht aus der Mitte heraus. Das müsste doch einem Schöpfer des Universums, einem Schöpfer der Erde, das müsste dem doch bekannt sein, wenn eben dieser Schöpfer der Autor des Korans wäre. Die Darstellungen auf Seite 27 und 28 sind also komplett erfunden. Das Bild auf Seite 29 unten zeigt sogar, dass der Regen nicht aus der Mitte fällt.
Sie widerlegen sich also selber. Und auf Seite 30 wird die Lügengeschichte wiederholt, was sie aber nicht besser macht. Es ist schon perfide, was sich Islamapologeten einfallen lassen, um ihre Glaubensbrüder zu täuschen. Und was dann auf Seite 31 steht, ist eigentlich schon satirisch. Nur kann ich da weder schmunzeln, sondern mich nur irgendwie mit Abscheu dann wegdrehen. Da steht ernsthaft im zweiten Teil von 2443 und er sendet vom Himmel Berge nieder. Ne? Es sendet vom Himmel Berge nieder, in denen Hagel ist. Und er trifft damit, wen er will und wendet ihn ab, von wem er will. Der Glanz seines Blitzes nimmt fast das Augenlicht. Naja, nachdem ich ja bereits über Berge berichtet habe in einer vorigen Analyse und wie Muslime sich das vorstellen müssen, wie die so langsam vom Himmel schweben und sich dann in die Erde bohren, da wird hier wieder von Bergen gesprochen, die vom Himmel fallen. Nur nicht in der Erde verschwinden, sondern halt über dem Boden irgendwie schweben. Aber es sind tolle Berge, das sind Spezialberge. Berge Sonderform der Berge. Das ist wie eine Wundertüte, in der neben Regen auch Hagel ist und sogar Blitze gespeichert sind. Ey, das kann man doch selbst Kindern nicht mehr vorsetzen. Die lachen dich doch aus. Den Autoren war das wohl selbst klar, sodass sie im Laufe der Zeit da in Klammern so eine verlegene Erklärung von Wolken eingefügt wurden. Aber das steht nicht im Koran. Muslime sollen, nein, müssen glauben, dass der allmächtige Schöpfer, / Gott, im Himmel sitzt und Berge baut, die dann auf die Erde schickt, um dann mit dem Hagel in den Bergen oder aus den Bergen einige Menschen dann ärgert oder er versucht, die sogar zu verletzen oder sogar zu töten. So wie er das ja laut Kapitel 13 auch mit Donnerschlägen macht. Es ist unglaublich, was hier abgeliefert wird. Naja, und das trifft auch auf das zu, was über die Entstehung von Blitzen gesagt wird. Muss ich erwähnen, dass Menschen mittlerweile Blitze selber herstellen können und nicht mehr auf Götter angewiesen sind? In der Natur passiert aber nicht das, was im Islam-Prospekt steht. Nein, Hagel ist nicht zwingend notwendig, auch wenn es der Koran suggeriert und das Blättchen hier so behauptet. Es ist gelogen. Es ist nicht wahr. Es ist falsch. Das kann man nicht anders sagen. In dem Referenzbuch steht auch nicht, dass Hagel notwendig ist, sondern erklärt, über mehrere Seiten übrigens, was zu Blitzen führen kann. Auch durch Eiskristalle, ja. Und auch durch, ja, Hagelkörner. Aber es ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Aber ganz ohne Hilfe von irgendwelchen Göttern oder Göttinnen. Die Referenz, die hier angegeben wird, ist auch falsch, da auf Seite 437 der 9. Ausgabe die Fragen über Stürme abgefragt werden. Aber das ist ja nicht gelogen, sondern einfach nur inkompetent. Die tatsächliche Entstehung wird hier in der 9. Ausgabe auf Seite 389 als Bild zum Beispiel dargestellt. Und es wird darauf hingewiesen, dass Blitze auf ganz verschiedene Weisen entstehen können und auch sehr verschieden entladen werden können. Also nichts mit Hagel als Hauptfaktor. Völliger Quatsch. Als krönenden Abschluss des Kapitels wird uns auf Seite 32 die historische Unverständnis über elektrische Entladungen präsentiert. Ja, gut. Und da, wenn man sich das anguckt, da reiht sich der Koran mit seinen himmlischen Spezialbergen samt der Hagelschauer und den Blitzen ja nahtlos ein. Antike Aberglaube ist alles, was wir im Koran finden. Wissenschaftlich falsch und daher uninteressant. Naja, und schon wieder wird uns eines ganz klar. Das sehen wir in jedem Kapitel, was ich bisher durchgegangen bin. Das, was im Koran steht, stimmt nicht mit der Realität überein. Und das, was in der Realität, also der Wirklichkeit, was da passiert, steht nicht im Koran. Okay, ich wünsche euch noch was. Ciao for now, bis zum nächsten Video. Tschüss.